Übel vor. Mei. Schön, dass ihr da seid. Grüßt euch. Das gefällt mir jetzt. Und jetzt nur wegen mir kommen und wegen Herrn Professor. Na ja, gell. Ah ja, der Herr Professor. Herr Professor! Mei, ich sage es euch mit den Professoren, das ist ein Glück. Das ist ja ganz ein netter, der Herr Professor, mei, das ist so ein netter. Und intelligent ist der, ich sag's euch. Aber, mei, der lebt da in seiner eigenen Welt, gell. Jetzt, Herr Professor! Mei, ja, vielleicht repariert er noch was. Gell, weil der Herr Professor, der baut ja seine Instrumente selber. Und, mei, ab und zu, da geht einmal was kaputt und dann muss er einmal schnell noch, ja, Sie wissen ja. Jetzt, Herr Professor, jetzt kommen Sie halt, die Leute warten doch. Ja, bin ja schon da. Ja, hab gedacht, die Vorlesung geht erst um 8 los. Ja, das glaubt er allerweil. Und die muss dann wieder ausbaden. Sag mal, weg. Steht ihr denn mal dahin, gell? Sagen wir's dann. Nein, ganz wir müssen jetzt die Anlage noch einstellen und die Mikrofone noch auf die Bühne tun. Schon. Der ist ja nicht so als hipper Zeit, gell? Ja, ich kann ja kurz was sagen. Ja, liebe Studenten, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Professor Sperrmüller. Ich komme vom Lehrstuhl für musikalische Kreislaufwirtschaft an der Technischen Universität in Halde an der Kippe. Und ich erfinde und entwickle und baue Musikinstrumente aus Müll oder wie man auf Neudeutsch sagt, Recycling-Musikinstrumente. Und ich denke, wir haben die Technik auch bald im Griff. Herr Weckerle, die Ukulele, die braucht nur noch Strom. Das ist die eigentlich ist es ein Nivea-Dosen-Banjo, aber gestimmt als Ukulele. Und wir spielen jetzt darauf ein Lied, oder ich spiele darauf ein Lied. Das hat Pete Townsend für mich geschrieben und Sie werden das sicher alle erkennen. With a scat to be a twist, a pinball with skirts such a sound.
Professor, mit den Instrumenten. Wenn ich sage, der baut ihr alles selber. Alles baut ihr. Gitarren, Ukulelen, Kontrabass, alles. Das ist nicht so Steinway von der Stange oder so. Nein, nein, nein. Der baut immer alles selber. Und dann, wenn ich mal runtergehe zur gelben Tonne, dann klaut er mir immer die Sachen raus, gell? Wegen der Nachhaltigkeit, sagt er. Weil man muss ja das immer alles wegwerfen und so, gell? Ich meine, mir ist eh wurscht, dann habe ich weniger Nummer zum Tragen. Aber gut. Ja, und jetzt hat er was Neues gebaut. Jetzt hat er ein Tennisschläger-Banjo gebaut. Und jetzt hat er gemeint, er muss das ausprobieren. Und ich hab's nicht ausreden können. Say these friends, my friends all got potions. I must make amends. We're part of
Tschüss.